Herzlich willkommen zu unserem nächsten Lernvideo. Heute werden wir uns mit der Symmetrie von Funktionen beschäftigen. Wir unterscheiden zwischen der Achsensymmetrie und der Punktsymmetrie. Beginnen wir mal mit der Achsensymmetrie. Bei der Achsensymmetrie ist es so, dass eine Funktion an der y-Achse gespiegelt wird. Wie kann man sich das vorstellen? Wir wählen einen Punkt aus dem rechten Bereich beispielsweise der Funktion aus. In unserem Fall sei dies minus 3, 9. Also nochmal zur Orientierung, die Funktion, welche wir überhaupt betrachten, ist f von x gleich x². Und wir wählen minus 3, 9 hier aus. Und bei der Symmetrie ist es so, dass wir dazu passend auf der anderen Seite 3, 9 finden müssen. Und genau das ist bei uns hier der Fall. Wir finden 3, 9. Der Punkt wird genau an der y-Achse gespiegelt. Und minus 3, 9 an der y-Achse gespiegelt ist 3, 9. Das heißt, so eine Funktion symmetrisch ist, bezüglich der, also eine Achsensymmetrie aufweist, so muss eben diese Eigenschaft gelten, dass wenn wir den Punkt an der Achse spiegeln, er wieder auf der anderen Seite der y-Achse auf der Funktion liegt. Das wäre im Prinzip die Achsensymmetrie. Das können wir uns jetzt auch nochmal definieren bzw. mathematisch hinschreiben. Bei der Achsensymmetrie gilt nichts anderes als f von minus x ist gleich f von x. Und als Definition, mal ganz grob umrissen, ihr findet das dann eh genauer im PDF-Dokument, f bildet von d nach r ab und wir bezeichnen eine solche Funktion auch als gerade, also f von d nach r ist gerade, wenn die obige Eigenschaft, also wenn für alle x aus dem Definitionsbereich gilt, dass f von minus x gleich f von x ist. Das wäre eben sozusagen die Definition. Für alle Punkte, also für alle x-Werte aus dem Definitionsbereich, muss eben hier diese Eigenschaft gelten. So, dass f von minus x gleich f von x ist. Dann herrscht bei unserer Funktion eben eine Achsensymmetrie vor. Also quasi eine Spiegelung an der y-Achse, wie es eben bei der Funktion x², also f von x gleich x² der Fall ist. Kommen wir nun zur Punktsymmetrie. Bei der Punktsymmetrie ist es dieses Mal so, im Gegensatz zur Achsensymmetrie, wie der Name schon ein bisschen verrät, dass wir nicht an einer Achse spiegeln, sondern am Punkt, also an einem bestimmten Punkt. Und in diesem Fall, also in unserem Fall, ist dieser Punkt der Ursprung. Also bei der Punktsymmetrie spiegeln wir am Ursprung, am Koordinatenursprung, also an 0, 0. Schauen wir uns das mal anhand unserer Funktion an. An der Funktion f von x ist x hoch 3. Wir betrachten wiederum einen speziellen Punkt, in unserem Fall eben minus 1, 1. Beziehungsweise minus 1, minus 1, Verzeihung. Und dann eben 1, 1. Das heißt also, unser Punkt, können wir uns auch gleich nochmal zeichnerisch anschauen, wird eben direkt am Ursprung gespiegelt und jener Punkt, der am Ursprung gespiegelt ist, kommt dann eben genau mit den anderen Koordinaten an. Das können wir uns gleich noch mathematisch anschauen, also genau mit dem gespiegelten Koordinaten mit umgedrehten Vorzeichen sozusagen. Vorher hatten wir minus 1, minus 1, jetzt hatten wir 1, 1. Um das Ganze mathematisch hinzuschreiben, heißt das nichts anderes wie, wir setzen in f minus x ein und erhalten minus f von x. Also das Vorzeichen ändert sich sozusagen in beiden Fällen. Wir hatten vorher minus x, was wir einsetzen, einen negativen x-Wert. Und es wird dann eben auch der genau umgedrehte Funktionswert rauskommen. Und eben auch
mit dem umgedrehten X-Wert sozusagen. Die Vorzeichen ändern sich eben in beiden Fällen. Wir können uns auch hier nochmals die Definition genauer anschauen, aber ein bisschen genauer, wie schon gesagt, genauer ist dann wieder im PDF-Dokument. Wir haben die Funktion f, welche von d nach r abbildet, also von Definitionsbereichen, die reellen Zahlen. Diese Funktion heißt ungerade, also eben ein Synonym für Punktsymmetrie. Wenn für alle Punkte aus dem Definitionsbereich, für alle x aus d, gilt, dass f von minus x eben gleich minus f von x ist. Also diese Vorschrift hier muss am gesamten Definitionsbereich gelten, damit die Funktion auch wirklich punktsymmetrisch ist. Um das Ganze etwas anschaulicher zu gestalten, schauen wir uns zwei Beispiele an. Das erste Beispiel ist ein Beispiel zur Achsensymmetrie. Wir wollen folgende Funktion auf ihre Achsensymmetrie überprüfen. F von x gleich x² plus 1. Was müssen wir jetzt machen? Es muss ja gelten, dass f von x gleich minus f von x ist. Und das halt für alle x, also für alle Werte aus dem Definitionsbereich. Das wollen wir eben überprüfen. Schauen wir uns mal f von x an. F von x ist einfach x² plus 1. Und jetzt überlegen wir uns, was f von minus x ist. F von minus x ist nichts anderes als minus x hoch x² plus 1. Und das wiederum ist nichts anderes wie x² plus 1. Denn wir wissen ja, minus 1 zum Quadrat ist 1. Und somit sehen wir schon, dass das das Gleiche ist. Und damit können wir sagen, das gilt, f von x ist das Gleiche wie f von minus x. Damit haben wir die Achsensymmetrie gezeigt. Schauen wir uns noch ein weiteres Beispiel an, dieses Mal zur Punktsymmetrie. Damit ihr auch seht, wie man das dann rechnerisch machen kann. Folgende Funktion wollen wir auf die Punktsymmetrie überprüfen. F von x ist minus 2x hoch 3 plus x. Und wir wissen, für die Punktsymmetrie muss gelten, dass f von minus x das gleiche ist wie minus f von x. Also schauen wir uns wieder an, was passiert, wenn wir in die Funktion die einzelnen x-Werte einsetzen. Also zuerst schauen wir uns f von minus x an, beziehungsweise wenn wir dann einen Vorzeichenwechsel durchführen. Wir haben minus 2 mal minus x hoch 3 plus x. Das können wir uns gleich weiter anschauen. Minus 3 hoch x, also in dem Fall könnten wir auch das aufspalten zu minus 1 hoch 3, bleibt minus 1. Vorn haben wir minus 2 stehen. Also schreiben wir das vielleicht in mehreren Schritten auf. Wir haben also nichts anderes wie minus 1 hoch 3 mal minus 1, eben der minus 1 bis minus da vorne noch, mal 2 mal x hoch 3 plus x. Wenn wir das Ganze jetzt auflösen, dann kommt nichts anderes raus als 2 mal x hoch 3 plus x, weil sich die bei minus 1 eben aufhängen. Schauen wir uns minus f von x an. Also nichts anderes wie minus 1 mal minus 2. Also, da hinten habe ich noch einen kleinen Fehler gemacht, sehe ich gerade. Wir müssen ja natürlich auch für dieses x minus x einsetzen. Sprich, hier steht minus x und somit kommt auch hier ein negatives Vorzeichen hin. Machen wir da wieder weiter. Wir haben also in diesem Fall minus 1 mal minus 2
x hoch 3 plus x. Und wenn wir das jetzt mit minus 1 multiplizieren, dann sehen wir, dass hier steht 2x hoch 3 minus x. Und wir sehen wiederum, dass das gleiche rauskommt. Für f von minus x und für minus f von x. Und somit wissen wir, dass die Funktion punktsymmetrisch ist. Also es gilt, f von minus x ist minus f von x. Das haben wir gezeigt. Und damit haben wir eben auch die Punktsymmetrie gezeigt. Damit wären wir am Ende des Beispiels angekommen und auch am Ende des Lernvideos zur Symmetrie. Wie immer hoffe ich, dass es lehrreich war und dass wir uns im nächsten Video wiederhören. Bis dann!